Wir haben uns drei Messen, die von Read Exhibitions organisiert werden, genauer angesehen. Und Read Exhibitions hat uns auch Befragungsdaten für diese drei Messen zur Verfügung stellen können. Es wurden also Besucher befragt und es wurden auch Aussteller auf diesen Messen befragt. Zum Beispiel wurden sie gefragt, wie viel Geld sie ausgeben während der Messe, ob sie in Wien nächtigen oder nicht, wo sie herkommen, welcher Branche sie angehören und so weiter. Und diese Daten der drei Messen plus Daten zu Kongressen, die jetzt nicht extra erhoben wurden, da gibt es schon eine recht umfangreiche Datenbasis zu Kongressen vom Vienna Convention Bureau, die haben wir genommen, um unsere Berechnungen durchzuführen. Und nachdem die drei Messen repräsentativ sind für weitere Messeveranstaltungen, die von Read Exhibitions organisiert werden, haben wir das dann hochgerechnet sozusagen auf die Gesamtheit der Messen in einem typischen Messejahr. Überraschend doch, dass der Effekt von 270 Millionen Bruttowertschöpfung, wir haben das dann verglichen mit dem Effekt der Euro 2008, den wir damals auch selber gerechnet haben, und dass so ein typisches Messejahr nun eine Bruttowertschöpfung generiert, die über jener der Euro 2008 liegt, das hat uns doch etwas überrascht. Wir wollen also, dass diese Berechnungen wirklich auf einer wissenschaftlich fundierten Basis durchgeführt werden. Das ist uns einfach ganz wichtig und dafür steht das WIFO letztendlich auch für seriöse wissenschaftliche Arbeit. Wir haben im Jahr an die 120 Veranstaltungen in der Messe Wien. Da geht es vom kleinen Event über Messen bis hin zu internationalen Großkongressen. Diese Veranstaltungen locken wieder 720.000 Besucher jährlich und mehr als 6.000 ausstellende Firmen an den Messeplatz in Wien. Und diese hohe Auslastung wirkt natürlich nicht nur, dass wir volle Hallen haben, sondern hilft uns natürlich auch, eine Bruttowertschöpfung von 270 Millionen Euro zu generieren. Dazu kommen dann 128 Millionen Steuern und Abgaben und, was mir besonders wichtig ist, wir sichern 4.500 Arbeitsplätze. Sie sehen also, Read Exhibitions tut was für den Standort, tut was für die Stadt Wien. Es geht sehr stark darum, unsere Kernkompetenz, den Face-to-Face-Kontakt, den es immer geben wird und der in dieser Form auch immer notwendig sein wird, zu ergänzen und zu unterstützen durch digitale Tools. Einfach den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich vorzubereiten auf die Messe, auf der Messe sich besser zurechtzufinden. Sie haben oft bei Großmessen 700, 800 Aussteller, haben im Schnitt 4-5 Stunden Zeit für die Messe. Da ist es ihnen unmöglich, alle Aussteller kennenzulernen. Wenn sie sich allerdings im Vorfeld vorbereiten können, dann haben sie ganz einen effizienten Messebesuch und wissen schon, wen sie brauchen, damit sie glücklich wieder nach Hause gehen. Die beträchtlichen Investitionen der Stadt Wien, über 190 Millionen, zahlen sich in mehrfacher Hinsicht aus. Nicht nur, dass wir eine exzellente Zusammenarbeit mit Read Exhibitions haben, also privat und öffentlich arbeitet sehr gut zusammen. Nicht nur, dass hier positive wirtschaftliche Effekte, Arbeitsplätze, was wir ja dringend in der Stadt brauchen, entstehen. Es hat auch Auswirkungen auf das gesamte Grätzl. Viertel 2, Arbeiten, Wohnen, die Wirtschaftsuniversität, große Unternehmungen, die sich angesiedelt haben. All das, denke ich, hat Ursprung in dieser historischen Entscheidung und insofern kann man sagen, es war eine gute Entscheidung. Ich finde das eine sehr kluge Entscheidung und auch eine sehr selbstbewusste Entscheidung eines Unternehmens, zu sagen, ich feiere einen Jahrestag nicht mit einem großen Fest, sondern ich lasse meine wirtschaftlichen Effekte von einem unabhängigen Institut hinterfragen. Das halte ich für sehr, sehr notwendig, denn in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist Seriosität das oberste Gebot und hier mit Zahlen ganz klar zu arbeiten, ist ein wichtiger Punkt und eine kluge Entscheidung. Also meine Gratulation, und wenn die Zahlen dann so positiv sind, sowohl für das Unternehmen als auch für die Stadt, freut man sich doppelt.